Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Bielefeld gewinnt irres Torspektakel in Dresden. Urheberrecht Getty Images Dresden. In einer packenden Partie sichert sich Arminia Bielefeld nach Rückstand den Sieg in Dresden. Arminia Bielefeld hat ein Spektakel zum Rückrundenauftakt bei Dynamo Dresden nach großem Kampf für sich entschieden. Die Ostwestfalen gewannen am 19. Spieltag bei der Rückkehr von Trainer Uwe Neuhaus an die alte Wirkungsstätte nach einem 1:3 Rückstand mit 4:3, 1:3 und setzten sich mit 21 Punkten von den Abstiegsplätzen ab. Dresden bleibt mit 25 Punkten auf dem 10. Rang. Live-Ticker zum Nachlesen: Osman Atilgen, 19. brachte Dresden mit seinem ersten Profitor in Führung, Brian Hammerleinen erhöhte 7 Minuten später per Elfmeter. Baris Atik per Eigentor, 34. brachte Bielefeld wieder heran. Musa Kohn, 40. erhöhte noch vor der Pause auf 3:1. Im zweiten Durchgang drehten Joan Simon Edmundsen, 54., Fabian Kloß, 69., per Elfmeter und Julian Börner, 79., das Spiel für Bielefeld. Service-Tabelle der 2. Bundesliga-Anzeige, jetzt das neue Trikot von Dresden oder Bielefeld holen. Hier geht's zum Shop. Vor 24.706 Zuschauern im Rudolf-Habich-Stadion übernahm Dresden direkt nach Anpfiff das Kommando und setzte sich in der Bielefelder Hälfte fest. Die Führung war daher folgerichtig. Nach schönem Pass von Janis Nicolaou erzielte Atilgen in seinem erst-zweiten Profieinsatz für Dynamo gleich sein erstes Tor. Der 19-Jährige hatte im letzten Spiel vor der Winterpause beim MSV Duisburg 3:1 sein Debüt gegeben. Dresden spielte weiter nach vorne, nach einem Foul an Kohn traf Hammerleinen sicher aus 11 Metern. Der Däne avancierte wenig später dann zum Unglücksraben, nach einer Rettungsaktion vor dem eigenen Tor landete sein Befreiungsschlag auf der Brust von Atik und danach im Dresdner Tor. Dynamo ließ sich jedoch nicht verunsichern, Kohn traf zum Pausenstand. Kloß eröffnet Aufholjagd. In der zweiten Halbzeit kam Bielefeld schnell zum Anschlusstreffer. Nach einer Kopfballverlängerung von Torjäger Fabian Kloß tauchte Edmundsen frei vor Dresdens Torwart Markus Schubert auf und verkürzte. Dresden verlor die Ordnung und ermöglichte Bielefeld zwei Großchancen. Schubert, 58. und der Pfosten, 59. retteten für Dynamo. Dresdens Kapitän Marco Hartmann brachte Bielefeld dann zurück. Erst verursachte er einen umstrittenen Elfmeter, den Kloß versenkte. In der 77. Minute wurde Hartmann nach Notbremse vom Platz gestellt. Der anschließende Freistoß führte über eine Kopfballvorlage von Kloß zum Siegtreffer. Alle Highlights der Partie ab 23.15 Uhr live im TV in Sky Sport News HD D2. Bundesliga.